Was hat dich sonst, Sarmatien, bewogen, dass du vor deinen Königsthron den sächsischen Piast des großen augustwürdigen Sohn hast allen anderen fürgezogen? Nicht nur der Glanz durchlauchter Ahnen, nicht seiner Länder matt, nein, sondern seiner Tugend Pracht riss aller deiner Untertanen und so verschiedener Völker Sinn, wir ihn allein als seines Stammes Glanz und angeerbten Schein fußfällig anzubeten hin. Zwar Neid und Eifersucht, die leider oft das Gold der Krone noch weniger als Blei und Eisen schonen, sind noch ergrimmt auf dich, o großer König, und haben deinem Wohl geflucht. Jedoch ihr Fluch verwandelt sich in Segen, und ihre Wut ist wahrlich viel zu wenig. Ein Glücke, das auf Felsen ruht, im Innsten zu bewegen.